Ach Gott, na, ich geh wieder. Das Bastardlesen macht nicht auf, die sind nicht daheim, glaube ich, weil ich war schon das dritte Mal jetzt da, die schauen mir viel deppert an. Aber jetzt gehe ich raus und schaue bei den Wohnungsfenster rein, obwohl es im zweiten Stock Sicht mehr, wenn das Fenster offen ist, sind sie daheim, ist das Fenster zu, sind sie nicht daheim. Ne? Aber jetzt bin ich schon schön heiß auf die zwei offen. Die Klamatina gehört die Welt. Aber bei mir nicht, jetzt werden sie sehen, was sie dann haben. Leo kennt als Mieterbeirat das Fenster von jeder Partei und weiß auf den ersten Blick, ob jemand zu Hause ist oder ob er sich nur vor ihm versteckt. Na, das sind nicht daheim. Die haben die Leintücheln vor die Fenster. Wie immer. Weil wenn sie daheim sind, haben sie eh offen in einem dreckigen Fenster. Eh so, Bastardlweiber. Na, das gibt's ja nicht. Na, ich bin schon angefressen auf die zwei offen. Wirklich wahr, weil ich renn da dauernd auf, wie ein Trautl komm und deppert vor. Na, wart mal nicht sicht. Machen sie was mit, das weiß ich. So etwas lässt sich ein Leon nicht gefallen. Hier im Bau sorgt er für Recht und Ordnung. Vor allem von einer Mieterin abgewiesen zu werden, kratzt an seinem Selbstbewusstsein. Hey, da ist er, ey. Mal, wart, wart. Ja, weißt du, die Leute haben sich aufgeregt. Ja, das weiß ich schon. Das weißt du. Ja. Und in der Nacht, wenn du heimkommst, magst du immer einen Wirbel? Ich hab nicht einmal boxen, dass ich laut Musik hören kann. Ach so? Nein, hab ich nicht. Ich hab so einen kleinen Laptop und das war's. Nein, ich spiel nicht einmal laut Musik. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich glaube schon. Weil die Leute sind ein bisschen anders. Weil die Leute vermuten, du bist doch mit einem Mädel zusammen. Bist du lesbisch, sag mal? Ja. So richtig hart habe ich auch nicht sein können, weil sie schaut ja nicht wieder aus. Ich meine, die Quasteln und der Arsch hat mir alles gefallen und so. Das war ja wirklich so handlich, so kompaktes Kleine, nicht? Ja, ich finde das gut. Ja, ich werde duschen, sag ich ja. Diese Dame, ich sag mir in Altwienerisch, mundgerecht gemacht. Ja. Und da ist man ein bisschen schwach auch, nicht? Wenn schich und deppert gewesen wäre, hätte ich das noch eher gesagt, nicht? Weil da war ich mit ihr gefahren, mit den Fetzen. Aber so ist ein liebes Mal, aber wenn du schich warst und ungut, wirst du schon Probleme gehabt. Wirklich, das ist schwer. Also, sie wird nicht oberflächlich. Nein, ich bin ja so ein Typ. Sie sieht das jetzt ein und ich werde mit dem Mieter reden, dass es jetzt besprochen ist, das Ganze. Und wir werden ja nur eine Chance geben. Werden wir sehen, was rauskommt, nicht? Zu Hause berichtet der strenge Mieterbeirat Leo sofort seiner Lebensgefährtin Maria von seinen mahnenden Worten. Und, warst du streng oder hast du wieder wachklopfen lassen? Meri, das ist ein schönes Maul, das ist ein schönes Maul. Ja, schönes Maul. Da kann ich nicht so streng sein. Und ja, da vergisst wieder auf streng sein. Naja, wenn es schier gewesen war, war ich schon mit dir Schlitten gefahren. Aber so, man muss ein gutes Herz auch haben. Er hatte gern die jungen Maul, dort tratschen mit einer. Aber im Endeffekt geht nur das Mundecker so. Jetzt trinke ich ein Bier und jetzt triefe ich mich da mit einer Dame in Kaiserstübel drüben. Ach so? Ja, den von der Modelagentur. Wir machen den Modelkalender, nicht? Dass er einen Modelkalender macht? Das ist das erste Mal. Das habe ich gar nicht gewusst. Was machst du denn eigentlich mit dem Model? Na, das habe ich, glaube ich, schon einmal ganz klar erwähnt. Ich möchte da die schönsten Malen vom Gemeindepaar zusammentrommeln und möchte so einen Modelkalender machen. So wie es die Feuerwehr macht und wie es die ganzen Leute machen, nicht jetzt mit den Kalender. Da möchte ich einen Gemeindebaukalender machen. Jänner, Februar, um die schönsten, immer die schönste Frau von dem Monat möchte ich reingeben. Und den möchte ich dann verkaufen, günstig, und den Betrag spenden. Es gibt so viele Kalender, aber ein Haus, in einem Gemeindebaukalender, den gibt's nicht, nicht. Dann ist ein Grund, ich sehe natürlich gern schöne Frauen, nicht? Vielleicht habe ich noch einen schönen Abend da mit irgendeiner Dame da, nicht? Wer sind die Modeln eigentlich? Naja, es muss ja keine Schlanke sein. Ich fahre natürlich auf solche Frauen auch, die was lustig sind. Schöne Quasteln müssen sie haben. Ein Arsch natürlich wie eine Tagschüssel, das ist ja ganz klar, nicht? Die sollen eine glatte Haut haben, gut schmecken, obwohl es kein Geschmackskalender ist. Aber ich sage immer so, wenn eine Frau gut schmeckt, schaut es auch gut aus. Dann ist es gepflegt, nicht? Und das wird ein bisschen, komme ich ganz schön drauf. Dass du in den anderen Gemeindebau gehst, mit denen bin ich aber nicht ganz einverstanden. Und außerdem willst du dann sehen, wer die sind. Ja, das können wir machen, das ist super. Du sollst die Frauen kennen, die sie heimbringen. Richtig, gute Einstellung. Ja, das machen wir, das ist das Gute.